So, meine Damen und Herren, und damit sind wir wieder mal nach einer gefühlten Ewigkeit zurück bei Let's Play Kingdom Hearts. Und es gibt eine kleine Änderung zu verzeichnen im positiven Sinne, und zwar habe ich es geschafft, mir einen neuen Controller zu holen. Wie ihr sehen könnt, kann ich jetzt ohne Probleme nach unten laufen, ohne dass er die Richtung wechselt. So, dann wollen wir auch direkt mal weitermachen. Wenn ich mich recht erinnere, waren wir schon bei Sid und bei Leon und so weiter. Und Sid hat uns erzählt, dass er mit Gummisteinen handelt. Und wir haben jetzt quasi die Fähigkeit von ihm bekommen, schnell zu reisen. Das werden wir dann auch nämlich gleich mal machen. Denn wie ihr gleich feststellen werdet, wenn wir wieder in den Gummijet steigen. In der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Genau. Wer als Sieger hervorgeht, erhält etwas besonders Tolles. Genau, haben wir nämlich noch keine weitere Welt, in die wir, also keine neue Welt. Wir haben hier nur so ein paar Wurmlöcher. Und bis auf den Dschungel haben, bis auf den Olymp haben wir auch alle Schlüssellöcher aktiviert. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal in den Olymp warpen. Weil ich glaube, dieser Wettkampf hilft uns sehr viel weiter. Da wir nur auf den Heroenplatz können, machen wir das dann auch gleich mal. So. Da haben wir schon mal Herkules. Ich sage mir mal, es wird Zeit, dass es ein Hühnerheld ein wahrer Held wird. Wow. So, dann schnacken wir mal mit Phil. Da können wir jetzt am Phil Cup teilnehmen und das machen wir auch mal. Zu dritt. Das sind, wenn ich mich recht erinnere, 10 Kämpfe, die wir machen müssen. Ich weiß es allerdings nicht mehr genau. Die Klettermaxe. Ja. Oh, ich wollte gerade sagen, das ja, sehr schön. Das war schon mal der erste Kampf. Das läuft bisher. Das Schlüsselschwert. Das läuft bisher gar nicht so verkehrt. Die Affenzauberer. Einen haben wir noch. Und das war Kampf Nummer 2, wobei ich jetzt schon ganz schön lediert bin. So. Pickup, Platz 7, die Bigfoots. Ach Gott, das sind die Füße vom Dings. Vom Panzerrüstung. Aua. Aua! Ach cool, ich hab noch die Potion. Ich wusste gar nicht, dass ich noch so viele Items habe. Stimmt, ich hatte mich an Traverse eingedeckt. Sehr schön. So, die Zauberer 04. 5 Pyrozipfler, 5 Zickzackzipfler. Ach du Scheiße. Donald kriegt hier gerade ziemlich auf die Fresse, aber das ist nicht so wild.
Da Donald ja jetzt endlich Heilmagie kann. So, und das war auch schon Platz 6. Das heißt, die Hälfte der Kämpfer haben wir, glaube ich, schon mal. Ich bin mal gespannt, wer auf Platz 1 ist. Bestimmt Cloud oder sowas. Alles klar, dann machen wir mal. Und Attacke. Ich kümmere mich jetzt erstmal kurz um die Kleinen hier. Einen dicken haben wir schon fast. Es ist echt wunderbar, dass du mal dir zeigen kann. Ja, sehr schön. Damit haben wir das. Weil wie gesagt, das hatte ich glaube ich im letzten Part schon mal angesprochen. Sobald Donald seine Heilmagie hat, ist das eigentlich sehr, sehr ausgewogen mit den Heiltränken und Potions, die man sich halt hier so, ich sag mal, kaufen. Oh, die Hitmänner. Weil Donald halt durch seine Heilmagie halt die ganze Gruppe ziemlich gut ausgleichen kann. Aua. Oh Mist, da war ich zu spät mit der Potion. Okay, so, wir probieren. Oh Moment, da ist eine Truhe. Ist verschlossen. Dann versuche ich es noch einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob wir von dem Platz aus weitermachen, aber ich denke mal, wir müssen von vorne anfangen. Ups. Ja. Das probieren wir jetzt nochmal. Los geht's! Sehr schön, das war schon die erste Runde und keiner von uns hat Schaden gekriegt. So, alles klar. Wieder altbewährte Taktik. Volle Pulle rein! Das Schöne ist, dass diese Zauberhütchen hier ja, nicht so viel aushalten. Also wie ihr seht, ein, zwei Schläge maximal und die sind down. Sehr schön, das war's auch schon. So, die Bigfoots. So, sehr schön. Einer von den Quanten ist schon mal weg. Und der zweite auch. So, sehr gut. Das war dann auch schon Nummer 3. Level 4 kommen mit den Zauberern. Oh, da teilen wir jetzt gleich schon mal vernünftig aus hier. Oh, sehr schön. Donald ist ein Level aufgestiegen. Dann fehlt jetzt, glaube ich, nur noch Luffy. Auch Lebenspunkte technisch sehen gar nicht so verkehrt aus. So, die Gecken. Kampf Nummer 4. Oh!
einmal kurz den Gruppenhealer gemacht. Au! Jawohl! Ja, sehr cool. Geschafft! So, jetzt kommt der Kampf, bei dem ich gerade eben verloren habe, meine ich. Ja, die Hitmänner. Diese blöden Gauntlets da oben. Okay. Ja, sehr schön, die Gauntlets sind schon mal weg. Und der Rest ist, glaube ich. So. Die Korpulenten, zwei Aruwampen und sechs Vita-Zipfler. Beine nach oben werfen. Daneben. Alles klar, lass ihn kommen. Ja, oh, das war jetzt ziemlich gefailt. Sag es doch. Sehr schön. Na, was haben wir nun? Die Hämmerer. Einmal Gauntlets, Hammerquanten und Antrumur. Vier Stück, also diese Affen. Aber wahrscheinlich ist der letzte Gegner deiner Panzerrüstung im Konflikt. Okay, oh. Okay, Moment. Ich muss jetzt hier erstmal ganz kurz ein bisschen. Boah, ein Glück. So, die Gauntlets sind schon mal weg. Und einer dieser scheiß Stiefel auch und das war's dann jetzt auch. Ach schade, ich dachte, ich könnte Goofy noch einmal schnell heilen. So. Und da haben wir den Torso. Oh, da sind schon bei Platz 1. Geil. Aua. So, alles klar, da haben wir jetzt nur noch den Torso. Auch der sieht sehr machbar aus. Jawoll. Sehr cool, damit haben wir den Fail Cup geschafft, glaube ich. Sehr gut, das gefällt mir. Das ging vor allem sehr, sehr schnell. Also gleich direkt beim zweiten Versuch. Wir sind die Champions. Wunderbar. Die Kraft der Sterne erhalten, die Magie Gravitas erlernt. Ich hätte nicht geglaubt, dass du es schaffst. Nicht schlecht. Phil, du bist stur wie immer. Tu nicht so, als würdest du dich nicht freuen. Mein Junge, du hast noch einen langen Weg vor dir. In den nächsten Runden beginnen mal. Da geht es dann richtig zur Sache. So. Die sind aber, glaube ich... Alles klar, wir können nur noch den Phil Cup machen. Den haben wir schon gewonnen.
Die anderen Cups werden dann halt wahrscheinlich dementsprechend freigeschaltet. Okay. Tja. Werden wir dann sehen? Gut. So, dann werden wir das jetzt mal so machen. Dadurch, dass wir jetzt halt alle... Das ist halt ein ziemlich gutes Training, diese Cups. Deswegen werde ich die so gut es geht auch immer mitnehmen.